Das erste Spiel der Rückrunde steht an. Türk-Kelzerbach trifft auf den FC Eddersheim 3 pünktlich um 10.30 Uhr mit einem Käsebrötchen in der Hand. In der 10. Minute die erste Aktion im Spiel. Ferracelik mit einem weiten Einwurf in die Mitte und der Volley von Gökhan Akkuş trifft dann aber leider nur die Latte. Dann hatte Eddersheim ihre erste Möglichkeit in dieser Partie. Über die linke Seite kam Wesim Zanahi, setzt sich durch, zieht in die Box rein und sucht den Abschluss. Doch Faruk Duman ist zur Stelle und pariert den Ball. Nur einige Minuten danach ist Kelzerbach wieder in der Offensive. Gökhan Akkuş schnappt sich hier den Ball, dribbelt souverän 5 Gegenspieler aus, setzt sich in der Box nochmal durch und legt quer auf Enes Karakuş, der dann einfaches Spiel hat und seine Mannschaft mit dem 1:0 belohnt. 90% des Tors gehören aber Gökhan Akkuş, denn er dribbelt super an seinen Gegenspielern vorbei und hat dann einfaches Spiel und muss nur auf Enes querlegen, der den Ball einfach im Tor versenkt. Doch Eddersheim ist immer noch wach und kommt immer noch zu Chancen. René Seckinger probiert es hier aus 25 Metern, doch Faruk Duman ist mit den Handspitzen noch dran und kann den Ball halten. In der 37. Minute, Jakub Yılmaz mit einem super Diagonalball auf Enes Karakuş. Dieser legt von links quer auf rechts auf Ferracelik, der den Spielstand auf 2:0 für Türk-Kelzerbach erhöht. Kelzerbach ist von Anfang an die bessere Mannschaft, erhöht den Spielstand auf 2:0 und beweist direkt, wer hier das Sagen auf dem Platz hat. Und wieder ist es hier Jakub Yılmaz, der sich super durchsetzt. Den Ball spielt er auf Khalid Naimi. Dieser probiert es aus der Distanz, doch der Ball geht nur knapp am Tor vorbei. Hier nutzen die Eddersheimer den Aufbaufehler der Kelzerbacher Defensive sofort aus. Edinson Karagiotzi legt quer auf Mohamed El Messaoudi, der den Anschluss für Eddersheim erzielt. Doch die Kelzerbacher wollen in die Halbzeitpause nicht mit einem 1-Tore-Vorsprung, weshalb sich Ferracelik hier durchsetzt, einen Ball in die Schnittstelle auf Gökhan Akkuş spielt. Dieser dribbelt den Torwart aus und erhöht den Spielstand auf 3:1. Unser Kapitän Gökhan, einfach schlauer als sein Gegenspieler, er sieht, dass der Torwart schon auf dem Boden liegt, läuft an ihm vorbei und muss den Ball dann einfach nur noch ins Tor schieben. Wir springen in die zweite Halbzeit. Die erste Aktion fängt direkt an. Mehmet Arslan, der eingewechselt wurde, spielt hier Gökhan Akkuş an, der frei 1 gegen 1 auf den Torwart zuläuft. Erneut dribbelt er den Torwart aus, sieht in der Box Ferracelik frei, legt nochmal quer und es steht 4:1 für Türk-Kelzerbach. Ferracelik erzielt hier seinen Doppelpack und Gökhan Akkuş macht seinen ersten Assist in dieser Partie. Eddersheim ist wieder hier in der Offensive. Mohamed El Messaoudi spielt nochmal nach außen. Die Flanke ist sehr gut, doch Luca Hühne, sein Kopfball, geht nur knapp über das Tor. Dann die erste gefährliche Standardsituation von Kelzerbach. Ferracelik bringt den Ball super rein. Der Ball springt zuerst in die Luft, doch dann sieht die Kamera es nicht mal und Gökhan Akkuş verwandelt den Ball im Tor und es steht 5:1 für Türk-Kelzerbach. Gökhan Akkuş schnürt auch seinen Doppelpack und jubelt mit unserem Trainer Zafer Kurban. In dieser Situation hat Türk-Kelzerbach wieder einen Einwurf. Ferracelik schmeißt den Ball auf Mehmet Aslan, seinen Fuß. Der Volley ist sehr gut, doch auch nur knapp über das Tor. Nach einer Ecke kommt der direkte Konter von Türk-Kelzerbach. Ferracelik schnappt sich den Ball im 16er, läuft über das ganze Feld. Seine Mitspieler Mehmet Karampas und Mehmet Arslan kommen mit. Ferracelik super mit der Hacke auf Mehmet Arslan. Dieser hat einfaches Spiel und verwandelt den Ball im Netz. Es steht 6:1 für Türk-Kelzerbach. Der eingewechselte Mehmet Arslan belohnt sich dann auch nochmal. Bekommt hier den Ball super per Hacke von Ferracelik. Dann muss er den Torwart nur noch ausgucken. Er entscheidet sich für eine Ecke, unten links, und der Ball zappelt im Netz. Die letzte Aktion der Partie ist dann nochmal ein Konter für Türk-Kelzerbach. Mehmet Arslan spielt hier Mehmet Karampas an. Dieser probiert es aus der Distanz,
Doch, der Ball geht nicht mehr. Beim Tor vorbei. Und dann ist das Spiel vorbei. Türk Kelzerbach bezwingt FC Erdersheim 3 mit 6:1 und hat nun 17 Siege in 17 Spielen. Die komplette Hinrunde wurde gewonnen und das erste Spiel der Rückrunde ist auch ein Sieg. Wir bedanken uns bei unseren Zuschauern, die uns um 10.30 Uhr am Sonntagmorgen unterstützen. Hier noch die Stimmen zum Spiel. Als erstes möchten wir uns als Türk Kelzerbach bei euch jeden bedanken, die uns in der Vorrunde bei unserem schwierigen Weg mitbegleitet haben. Wir glauben an uns. Wir danken euch, dass ihr an uns glaubt. Zum Spiel heute, unser Gegner, wir wussten, die können auch ein bisschen Fußball spielen. Wir haben uns dementsprechend vorbereitet, deswegen danke, dass es euch gibt und nur die Eins. Das heutige Spiel war sehr souverän gewonnen, also war nicht anders zu erwarten von uns. 6-1 ist sehr deutlich. Ich kann nicht anders als nur Gratulation aussprechen an die Mannschaft. Und 17 von 17, was ist so mehr? Die Rückrunde kann kommen. Anstrengendes Spiel. Nicht vom Spiel heraus, sondern wegen der Zeit. Aber unsere Mannschaft hat angenommen und wieder mal bewiesen, dass sie verdient da oben steht. Das 17. Spiel, 17 Siege. Trotz dieser Uhrzeit waren ca. 50 Leute von uns da. Das muss man wieder hochachtungsvoll annehmen. Das letzte Spiel steht an, nächste Woche gegen Kreuz. Wir wollen die Saison ohne Niederlage beenden. Und das ist der nächste Schritt dafür. Zum Spiel heraus kann man nur sagen, ja, enger Platz, da geht es hin und her. Innerhalb ein, zwei Minuten kannst du zwei, drei Tore schießen. So ist es auch passiert. Erdersheim hat in der ersten Halbzeit uns gut zugedeckt, hat es gut zugemacht. Wir hatten Probleme, klarzukommen. Danach hat die Erfahrung uns gezeigt, dass die Mannschaft mit Ruhe drangegangen ist und wir das Spiel gedreht haben und sicher hatten. Das war richtig so, das ist gut so. Und nur ein Spiel, dann haben wir die Winterpause, die verdiente Winterpause. Und das Ziel, 18 Spiele, 18 Siege. Oh!